Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht's mal wieder um die wilde Hefe. Wilde Hefe. Heute machen wir nochmal wilde Hefe. Letztes Jahr haben wir das nicht gemacht gehabt. Nee, letztes Jahr ging es leider nicht, weil ja durch diesen falscher Mehltau war es. Peronospora waren ja die Trauben leider nicht so gesund und für das Projekt braucht man halt absolut kerngesunde Trauben. Ja. Richtig, gesundes Lesegut. Und dieses Jahr haben wir da jetzt nicht so das Problem. Dafür haben wir hier, wie man sieht, ein anderes. Trockenheit. Also wie man auch hier sieht, es wächst hier unten auch, wenn man so in die andere Zeile guckt, nicht mehr so viel. Da haben wir ja auch teilweise aufgerissen, um die Wasserkonkurrenz etwas zu verschmälern, dass die Reben ein bisschen mehr Wasser haben, aber das nützt nichts. Obwohl ja hinter uns der Wasserturm steht, aber das bringt uns jetzt auch nichts oder den Reben nichts. Der dieses Jahr sage und schreibe wegen Wasserrohrbruch 5-mal leer gelaufen ist. Das Wasser hätte man gut im Weinberg gebraucht. Ja, hätte man nur müssen hier reinlaufen. Ja, genau. Tat's aber nicht. Aber okay, es geht hier jetzt um die wilde Hefe. Hier haben wir da schon im Eimer da schon mal angefangen. Dann machen wir jetzt weiter. Und wie es dann zu Hause weitergeht, erfahrt ihr dann gleich. So, hallo. Jetzt sind wir auf dem Hof angekommen. Wieder zu Hause. Haben hier... Da, seht ihr. Hoffentlich, ja. Ja. So. Einmal unsere Ausbeute. Unsere Ausbeute. Und hier haben wir auch schon die Kannen stehen. Da stehen sogar noch die Nummern vom letzten Mal drauf. 3, 2 und 1. Ja, müssen wir ein bisschen nachzeichnen. Die CO2-Flasche und den Wein, den wir dazu brauchen. So, jetzt muss ich wieder so. Ach Gott, ich habe schon lange keine Kamera mehr in der Hand gehalten. Ja, etwas ungewohnt. Ja, das ist, wir wollten ja eigentlich schon längst schon mal wieder, aber... Ja, mit zwei kleinen Kindern komme ich halt nicht ganz so zum Schneiden. Ich hoffe, das Video kommt jetzt dann schneller online. Ja, die anderen Videos kommen auf jeden Fall auch, aber... Ja, dann halt zwischendrin durch. Aber wir hatten ja gesagt, dass wir nicht so dazu kommen werden. Es hat sich jetzt so langsam ein Kleppisel eingespielt alles. Ich hoffe, dass wir jetzt wieder mehr Zeit haben. Genau, und deswegen auch erstmal noch ein Dankeschön auch an euch, dass ihr uns die Treue hält und weiter dabei bleibt. Ja. Das ist ja auch nicht gesagt, dass das der Fall ist. Und noch weitere Abonnenten dazugekommen sind. Genau, das auch. Dankeschön. Dankeschön, Daumen hoch, finden wir klasse. Und ja, ich würde sagen, wir legen dann mal los. Ne? Ja, du bist dann wieder dran. Ich wieder. Das hat beim letzten Mal so gut geklappt. Also von daher gesehen, machen wir das gerade so wieder. Ich habe nämlich immer noch nichts, wo ich das mit zerstampfen könnte. Da. Ja, so. Dann. Naja. Ja, mache ich mir mal die Füße sauber. Genau. Die Beine hoch und dann... Ja, die Hosenbeine. Ja. Okay, und ich stelle euch dann mal richtig auf. So, jetzt haben wir das Ganze eingemeischt und jetzt kommt da noch ein kleines bisschen fertiger Wein dazu mit hohem Alkoholgehalt. Ja, das ist noch, ist glaube ich, der gleiche wie beim letzten Mal. Also, falls sich einer wundert, die Flaschen, das sind die gleichen wie beim letzten Mal. Das sind die gleichen wie beim letzten Mal. Das dient einfach nur dazu, jetzt quasi die ersten Keime, die schlecht wären, falls da welche drin doch drin sein sollten,
Ich meine, wir haben ja nur gesundes Lesegut verwendet. Ja, abzutöten, ne? Ja. Es hat Alkohol drin, Alkohol desinfiziert. Genau, Alkohol hat eine gewisse desinfizierende Wirkung. Deswegen ist das ja ein Desinfektionsmittel enthalten. Genau. Also. Zwar da etwas höherprozentig, aber ja, gut. Mit einem geringen Alkoholgehalt funktioniert das auch. Also ja, der 14 Volumenprozent. Genau. Je höher, desto besser in dem Fall. Und ja, die Hefe fängt dann trotzdem an zu gären. Ja, wie im letzten Video, das können wir euch ja verlinken. Genau, das irgendwo da glaube ich. Das verlinken wir dann euch. Da haben wir das schon mal gefilmt. Boah, die Verschlüsse, die gehen so schwierig auf, Mann. So. Ein bisschen verteilen. Hast du jetzt gezählt? Nee, ne? Doch. Ich habe mitgezählt. Immer 6 pro Kanne. Gut. Ich habe sie extra schon in eine Reihe gestellt gehabt, aber da hat ja jeder sein eigenes System. So. Gut. Okay, dann machen wir die nächsten Kannen. Genau. Müssen wir nochmal schnell? Ja. Ah, stell mich mal da rüber. Was fällt denn da raus hier? So. Dann mal. Oh je, da hinten ist ganz dunkel. Ja, ja. Ich sag ja. So, wir gucken mal, was wir denn da so haben. Ah, 70. Ja? 70 Grad. Ich sag, dann haben wir noch ein bisschen Luft. Wir haben noch ein bisschen Luft nach oben, also so dringend ist es noch nicht. Ja, 70 Grad Öchsel. Ne, da haben wir tatsächlich noch ein bisschen Luft. Weil wir wollen ja erst so ab 80 Grad in etwa. Unter 80 wird nichts gelesen. Ja. So, gut, okay. Dann probieren wir mal. Guck ich mal, ob ich ein bisschen Must rausbekomme. Mach das, ich mach den gleich mal sauber, bevor es anklebt. Sehr schwierig. So, Schatz. So, mein, ich komm. Ich guck mal, ob ich da ein bisschen mit weniger Kern ran. Ja, da habe ich die meiste Kerndurchschnitt so viel drin. Sie ist nicht so einfach. So. Nein. Prost. Ja, Prost. So, jetzt gucken wir mal. Wie gut er ist, bevor es dann anfängt zu regnen. Ich hoffe ja auf Sonne, dass das dann anfängt zu gären. Das muss ja, braucht ja Wärme dann. Hm, gut. Schön süß. Hat aber noch, so ein bisschen Fruchtfleisch. Hm. Hat noch eine angenehme Säure. Also passt eigentlich gerade ganz gut. Aber könnte trotzdem noch ein bisschen süßer sein. Ah, es geht. Bisschen Süße braucht er noch. So. Ja, und Regen kommt gerade von oben ein bisschen. Ja, deswegen. So, ich mache mal da die letzten rein. Mach das, ich mache die Gläser auch gleich sauber. Und dann kommt noch CO2 drauf, dass es nicht anfängt zu schimmeln oder wie auch immer. Bevor es anfängt zu gären. Sauerstoffabschluss, dass es nicht oxidiert. Geh mal auf Nummer sicher. Wir haben zwar den Wein drin, aber. Uiuiui, was für ein starker Sturm. So. Und noch zwischendrin, falls euch die Videos gefallen, die wir machen, dann abonniert den Kanal und lasst einen Daumen da bitte. Und teilt's mit euren Freunden. Ne? Und wenn, und wenn ihr Fragen habt, wie immer, unten in die Kommentare. Jawohl. So, und last but not least, ne? Jawohl. Au. Jetzt nicht noch weh machen auf dem letzten. Nee. Auf den letzten Drücker hier. So. Habe ich eigentlich nicht vor. So. Jetzt brauchen wir Gas. Und den Deckel. Ja. Oh, habe ich. Deckel hab ich, Gas hast du. Gas hab ich. Oh. Zack. So.
Halt, erst nur noch die Kanne ein bisschen abschwenken. Oder warte mal, jetzt können wir einfach nach zum Schluss machen, dann machen wir es nochmal kurz zu. Machen wir es so. Das Gas geht ja nicht verloren. Nein. So, ein sonniges Plätzchen suchen. Und wieder aufmachen. Halt, erst das Wasser noch raus. Und nur drauflegen. Wenn es anfängt zu gären, haben wir einen Ballon. Wo ist denn die Nummer 2? Ja, Nummer doch gleich. Na, Nummer gleich sortieren. Und ich hoffe, dass Sonne kommt, weil nächsten 2 Wochen soll es mehr Regen geben. Ja. Na, seht ihr das? Ja, doch. Vorhin war es da ganz dunkel, jetzt ist es mal wieder so ein bisschen. Ja, es waren ein paar Tröpfchen waren gekommen. Bisschen fleckig. So, und die letzte noch. Und die letzte. So. Ah, gut. Das ist nämlich Südseite da. Immer schön voll Sonne, normalerweise. Ich habe mir schon gedacht, wenn wir dieses Jahr Sonne haben, wo wir, oder trocken, wo wir keine brauchen. Ohne, da ist nichts reingefahren. So. Und nass, wenn wir es nicht brauchen können. So wie jetzt, im Herbst. So. Gut. Kuckuck. Da bin ich auch wieder. Ja. Da bist du wieder. So. Ja. Hoffentlich klappt das so gut wie beim letzten Mal. Genau. Werden wir sehen. Das Labor hat gesagt, es wird nochmal nachgucken. Ja, so wie beim letzten Mal. Ob man da jetzt aber filmen. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das weiß ich noch nicht. Mal schauen. Das war jetzt Ding. Aber ihr habt es ja gesehen. Ihr könnt es euch ja dann auch angucken. Das verlinken wir dann da oben irgendwo. Genau. Teil 2 war das dann. Das aber, war Teil 2. Ja, wir halten euch trotzdem auf dem Laufenden. Ja, wir hoffen, dass das Video jetzt halt tatsächlich auch dann online geht und nicht. Ja. Wie gesagt, zeitnah, also jetzt wie nicht gesagt, in 3 Monaten, sondern jetzt in den nächsten 2 Wochen, ja, hoffe ich weil zumindest. Gefilmt ist das Ganze immer ziemlich schnell, aber das Schneiden braucht dann halt doch Zeit. Ja, manchmal brauche ich da 4 bis 5 Stunden für so ein Video. Wenn ich dann mal so ein Handwerker-Video habe von meinem Schatz mit 6 Stunden Filmmaterial, brauche ich dann auch ein bisschen länger. Auch dazu. Die Schaufel habe ich schon hinbekommen, aber die habt ihr noch nicht gesehen. Das ist noch nicht fertig, da fehlen noch 2 Teile. Ja, also es kommt halt nur zeitversetzt. Seht uns bitte nach, mit 2 kleinen Kindern ist das nicht so einfach. Nein. Die wollen ja auch ihre Aufmerksamkeit. Und ja, klar. Ja, abends ist man dann einfach manchmal nur müde. So. Genau. Okay, also wenn es euch gefallen hat, wie immer, hinterlasst einen Daumen. Drückt gerne auch auf die Glocke. Oh Gott. Bimmel, bimmel, bimmel. Genau, dann werdet ihr direkt benachrichtigt, wenn wieder ein Video von uns hochkommt. Das wäre dann wenn ganz, es dann hochkommt? Wenn es dann hochkommt. Deswegen wäre es dann ganz wichtig, wenn ihr die Glocke anmacht. Ja, wenn ihr die Glocke drückt. Genau, wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Teilt es gerne mit euren Freunden, wenn ihr das super findet. Wenn ihr uns unterstützen wollt, unten ist auch unser Shop verlinkt. Da findet ihr dann auch noch ein paar Weine. Ja. Ein paar wenige Weine der wilden Hefe sind auch noch verfügbar vom letzten Mal. Aber die gehen so langsam zur Neige. Ja. Wir haben sogar einen Barrique noch gemacht aus dem wilden Hefe 1-Projekt. Das Silvaner haben wir noch im Barrique. Der ist jetzt aktuell erst im Verkauf, weil der war ja natürlich jetzt erstmal noch im Holzfass die ganze Zeit. Also der ist ganz neu. Guckt gerne mal im Shop vorbei. Ja. Da findet ihr sie. Könnt ihr gerne bestellen und probieren. Ja. Unterstützt uns damit, dass wir weiter so arbeiten können, wie wir das hier machen. Genau. Ansonsten, naturnah und biodivers. Ja? Ja. nicht klingt, divers. Ja, das klingt ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, wir machen jetzt mal... Biodiversität unterstützen halt. Genau. Ne? Dass wir halt... Ja.
Genau, wir machen jetzt dann mal Feierabend. Mir fällt nämlich gleich der Arm ab. Ich bin es auch nicht mehr gewohnt, die Kamera zu halten. Also, schwer. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Ja, abonniert noch den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Jetzt nochmal drücken. Genau. Bing, bing, bing. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ja. Alla dann. Alla. Tschüss. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallöchen. Ja, wir sind hier. Wir auch.